Hallo, willkommen zu einer neuen Folge, scheinbar Winter-Special, weil der Winter ist. Da! Ja, scheinbar Winter ist gekommen. Winter, ich hab gesagt, Winter ist not coming. Oh ne, hier war ich. Sorry, ich hab das Ding geöffnet. So. Wir haben noch eine Höhle vor uns. Zwei, um genau zu sein. Jetzt ist da irgendwie alles so komisch. Also, wir wollen uns vorbereiten auf eine weitere Höhle. Ich will nämlich die Schaufel haben. Jo, weil wir in den Bunkern dann viel geileren Stuff kriegen. Was müssen wir jetzt machen? Noch ein paar Bomben. Geld? Geld ist da. Ich habe mir auch übrigens wieder das Palutentaus aus dem Voraus-Video angeguckt. Nicht das sonst so voraus, sondern The Forest mit Manual und Zombie und Mordado habe ich mir angeguckt. Das war auch schön. Aber das ist voll. Warum nicht? Eine Wortschlag ist noch da. Da haben wir noch einen gemacht. So, das ist fertig. So. Was brauchen wir denn? Nee, ich geh rein. Kannst du jetzt hier am Feuer wärmen? Was brauchen wir noch? Wir haben ordentlich Granaten. Wir brauchen ein paar Pfeile. Wir haben noch ein Explosivpfeil. Die bringen aber nichts. Die Feuerpfeile, die bringen einiges. Aber wir haben keine Warnwaffe. Haben wir die weggestellt? Da haben wir keine mehr. Wir haben keine mehr. Das ist traurig. Ne, hier, doch, wir haben noch welche. Wusste ich doch. Weil Feuerpfeile bringen einiges. Feuerfeuer ist der Shit. So. Stöcke, machen wir noch Federn. Und Mars. Stöcke brauchen wir noch ein bisschen, weil ich will mich heute noch in die Höhle reinbewegen, zumindest um so weit kommen, wie ich kommen kann. Stein für noch. Ich hab nur noch einen Stock. Ja, das sollte dann aber erstmal genug sein. Da würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg in die Höhle, oder? Obwohl? Ich weiß jetzt nicht, habe ich noch Rüstung? In der anderen Höhle ist einiges an Rüstung. Creepy Armor. Haben wir noch eine. Okay. Taschen. So, auch wieder so eine große Vorbereitungs-, mega Vorbereitungsrunde. Gut. Das heißt, wir haben jetzt auch schon ein bisschen Munition. Hier hast Bomben, Haufen Fleisch, was wir nicht essen können.
Fleisch, wir haben Empty Cooktop. Topf. Was sag ich? Cooktop. Und das ist ein Topf. Ich glaube, wir kochen jetzt noch eine Suppe und dann geht's auf. Das ist wahrscheinlich eine etwas längere Folge, weil ich Bock habe, durch die Höhle zu kommen. Ich frage mich gerade, warum ich das ganze Stück laufe. Ich finde es auch geil, dass Füße nicht einfrieren, das wird das Schönste. So, dann geht es jetzt mal hier nach oben. Ach Kevin, jetzt hast du selber Pech, wenn du nicht drin bist, ey. Das nervt ein wenig. Meinst du Greg? Türisch oder Pilze? What the? Ja, Kevin, wenn du drin bist, hast du selber Pech. Wir warten jetzt, bis das Ding ausgebrannt ist. Dann. Sagen, ich habe zwar hier noch so eine große Sammlung an Essen, aber ich weiß nicht, wie lange ich das halten würde. Ich darf mich hier nur ausreiten. Nicht wahr, Kevin? Ich mach daraus lieber Molotov-Cocktails. Stimmt, da auf den beiden da Molotov-Cocktails. So. Ist noch Flinten aufgeschossen. So sei, haben wir ja auch noch. Steine sind da auch noch. Ob ich alles habe. Vielleicht mache ich noch ein paar andere Teile mit raus. Hier, ne? Ja. Giftpfeile kann ich nicht machen, Brandpfeile auch nicht. Also ein paar Explosionsfallen. Aber man braucht keine Klebeband, ne? Nee. Können jetzt doch theoretisch noch eine Bombe bauen. So wohl. Oh, ich kann noch eine bauen. Thank you.
Gut. Das soll dann auch reichen, dann können wir los. Oder? Ich bin mir unsicher. Wir haben gut was für mich. Okay. Ja. Das ist kein Sprengstoff. Wo haben wir noch Sprengstoff? Halt, braucht man das Ding gar nicht dafür? Kann ich eh nicht mal bauen jetzt. Braucht man keine Batterie für. Gut, kann nicht. So, dann schnappen wir uns das Radi und gehen los. Tschüss, Kevin. Ja, auf euch habe ich jetzt gar keine Lust. Kevin, das Haus steht noch, wenn ich wiederkomme. Rüstung bauen. Jetzt wir früher oder später auf Mutantenrüstung zurückgreifen. Da muss ich schauen. Ich bin 21 zu früh abgebogen. Das Ding aber gleich hier am Ausgang rumliegen. So, du bleibst da. Ich will bis zum Ausgang kommen. Wenn ich wieder reingehe, dann muss ich halt wieder runter rein, aber das ist immer auch schon auf dem Weg. Ich habe keine Ahnung. Morgen, Jungs. So, Jungs, ne? Wir sehen uns später, Jungs. Yeah!
Ja, was war das Hühnerhase? Eine eingeschnallte Leiche in der Höhle. Da ist das Problem. Jetzt gucken wir hier nach Items. Sorry, Cody, ich nehme auch eine coole Item. Ne? Vater haben neulich eine, einen coolen Sound für unseren Hühner gebaut. Das fand ich auch toll. Wir können hier schon kommen. Ich hab das gesehen schon. Hier kann ich gut stehen. So. Weg. Scheiße. Renn nicht! Aber trinken können sie. Dann kann ich die eigentlich auch wechseln. Was sagt ihr denn dazu? Ja, was sagt ihr denn eigentlich zu Explosionspfeilen? Gut, die machen nichts. Kopfhaken sind nicht. Den habe ich dran gesehen. Den habe ich jetzt fast gesehen. So, da kann ich schon. Ja, dann erzählen wir mal so eine Leuchtfackel. Steinpfeile. Die Feuerpfeile bringen dir nichts. Mann, komm zurück, ich brauch die Pfeile. Das ist kein. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Geil. Die Pfeile hätte ich trotzdem in der Nadel wieder.
Also irgendeinen Bug habe ich doch zurzeit hier. Er ist weg. Da ist er, ja. Scheiße. Es nervt doch. Es nervt! Gut, jetzt geh ich mit Axt rein. Glocken reinhauen. Aber warum machen meine Explosions... Erstens, warum machen meine Explosionspfeile nicht? Zweitens, warum machen die Feuerpfeile jetzt auch nicht? Ist da immer so kalt drin ist? Oder weil es zu nass ist? Und deswegen haben wir auch meine Explosionspfeile funktionieren. Das war dann mit so einer neuen Raben nach oben. Und wie meinst du? Wetsuit. Natürlich die große Axt nehmen wir. Wir werden jetzt mal unsere Gesundheit regenerieren. Leben hoch. So. Jetzt Axt raus. Licht raus. Und los geht's. Ich dachte über Tactical Jacket. Okay, hier ist doch die Rutschpartie schon, da sehe ich sie schon. Ich will da nicht runter. Und oben gibt es nichts. Medikit. Neue Fackeln haben mir sehr gut geholfen. Ist auch sehr viel Solafit-Erz. Ich muss mir so einzelne Leute rauspicken. Jetzt hier Feuerpfeile was. Nein, die bringen immer noch nichts. Eins in den Shit. Sandwich. Ja, los, kill dich gegenseitig. Warum hat er nicht geschlagen? Das nervt mich mal wieder. Warum hat mein Person nicht geschlagen?
Special-Folge in der Zukunft. Sie sehen uns dabei. Und sie sind auch von meinem Gast im Auge. Wie ich. Der Fahrer wieder reinkommt. Und das sind alle weghauen. Mir ist erstaunlich kälter als mit diesem anderen Tarnanzug, mit diesem anderen Anzug. Wir sind schon mal weitergekommen, so wir ziehen uns jetzt um. Ein Hoodie. Eigentlich das Tarnanzug. Und dann lass den hier auf. Und die gute Axt. Der gute Klobbo, nenne ich den jetzt hier, Klobbo. Und wieder runter. Das merken wir uns hier, dieses Löchlein. Merken wir uns für die Zukunft. Hier ist noch was. Das Loch merken wir uns. Das können wir auf dem Rückweg erforschen. Wie heil wieder rauskommen. Fingerfritzen komme ich nur an. Meine Axt. Das ist eine erste Fingerfritze. Auf. Stück weg. Stück weg. Ja, aber wir haben schon gut Damage gemacht bei denen. Jetzt, ich denke immer, ich nehme immer so vor, jetzt gehen Bombe rein, jetzt gehen Bombe rein, und dann mache ich es doch nicht. Wir haben schon ein schönes Stack. Ich weiß nicht, ob es ein Stack ist, aber dafür gehen wir doch nochmal rein. Eine Hürde weiter, eine Arkade weiter. Wahrscheinlich finden wir dort wieder so ein komisches Knubbel.
Vielleicht aber auch ein paar Zettelchen, die noch ein bisschen mehr Antwort geben. So, dann direkt erstmal so eine Gesundheitspille. Kurz warten. Also Pfeil und Bogen löst jetzt halt nichts aus bei mir. Weder Feuer noch anderes. Sache. Ich hau gerne mit meiner Axt. Ich brauche eine schöne Holzaxt bei mir zu Hause auch. Ich finde die so cool. Hier ist eins. So, da habt ihr eins. So, und da haben wir schon. Zack, einer ist weg. Uiuiuiui, der kam aber ganz plötzlich, so den braucht den noch ein Küken da brauchen wir. Die Tannenhaut nehme ich mit. Hey, der Witzka. So. Was können wir denn jetzt hier alles looten? Das Laserzieh-Ding an in der Flasche. Das ist die Leuchte. Das ist die Leuchte. Sonst gab es auch noch irgendwo mega viele gute Sachen. Aber ich sehe schon, hier so eine Stunde. Hier ist aber nur eine Höhle. Okay, wir gehen weiter. Oh, hier ist noch was. Oh, Money. Was macht der denn? Rudi, was machst du? Hier geht's weiter. Jetzt geht's wieder nach oben. Yeah.
bringt nichts, Jumpscare. Der Jumpscare bringt nichts. Hierher. Kommt her! Willst du nicht auch noch herkommen? Kommt her! Kommt alle her! Hier safe, das weiß er. Los, komm rein, du kannst nicht mehr, du hast keine Arme, so wie ich. Ja, kannst du ruhig sorgen, dass du so viele Arme hast für mich. Ja. Ist alles voller Leichen. Hey, jetzt komm doch! Komm schon. Muss jetzt sein oder muss hier rein? Ja, ja, ist die Axt schon. Was ist noch ein Schreddern? Einfach nur weil es kann. Mach ich's. Und da ist schon wieder so ein. Bunkeranlage, wobei. Und da kommen Haufen-Babys, kommen da gerade angelaufen, die ich nicht brauche. So, dann geht's mal hier rein wieder ins Wasser und geht's wieder nach. Andere Seite. Oh, das war doch gar nicht so schwer. Aber wir gehen mal in den anderen grünen Abschnitt da, den wir da noch haben. Oh ja, wollte ich jetzt nochmal rein. Weiß nicht, was da gibt. Guck mal, ich bin hier ganz allein. Ist das alles so Lafide? Nee, das ist nicht alles so Lafide, das ist alles da oben. Kannst du mal nach oben zeigen? Ist nicht so gut. Das ist kein Solar Fight. Das ist so viel. Shiny irgendwie. So, dann geht's jetzt mal hier hinten hin. Oha, hab's noch Geld. Oh, was ist hier? Was geht da? Lass mal hier rein. Oh. Falschen Weg gegangen gerade. Das war irgendwie der falsche Weg. Muss ich wieder dahin durch den großen Raum durch, ne? Ja,
Ah, hier ist mein Koffer. Also das ist auch ein kleiner Shortcut, damit man sich den Weg hier spart, aber wir brauchen ja den Computer. Weil man den Computer nicht gewischt hat, kommt man irgendwie auch nicht weiter. Aber irgendwo geht's ja noch hin, bestimmt. Durchgedeckt. Das ist so nervig. Dann geht es jetzt noch mal runter. Das ist nicht schnell durch. Und ich dachte, warte mal, wo er kommt. Und dann von da und jetzt sind wir mal hier hoch. Es ist die gleiche Höhle. Hey? Na egal. Okay, wir haben alles. Wir müssen jetzt uns irgendwie mal killen lassen, weil wir nicht mehr zurückkommen. Hier durch! Ah, hier! Yes, yes, yes. Ist auch ein Toter. Ein totes Etwas. Irgendwo ganz so hier irgendwo so ein komischer Willi. Ja, ich kann ich echt nicht gebrauchen jetzt. Jetzt bin ich gerade im Ausgang. Irgendwie geht's rein, irgendwo hier. Irgendwo hier. Gut. Dann war es das jetzt nicht mehr fertig. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, was ist denn das Ding? Hallo.